Das ist schon nicht schlecht. Ich habe zwar noch sehr, sehr viele Stellen durch die Würmer, aber er wird dicht. Er wird dicht, Freaks. Cool. Sieht sehr gesund aus, das Gras. Nur noch ganz wenig braune Helmchen. Schön. Yeah! Hallo Rasenfreaks. Neues Gadget. In der untergehenden Sonne testet der Rasenfreak das neue Spielzeug. Hier. Hier, wo alles begann. Der Untergang der Südkante. Uah! Ja, was hat der Rasenfreak jetzt hier Neues bekommen? Ja, lieber Rasenfreak, ich habe von einer Firma ein neues Gerät zur Verbesserung unserer Rasenfläche bekommen. Und zwar geht es hier um die Ebenheit. Ihr wisst es schon oder wisst es noch nicht. Es ist der Rasenrakel. Das ist ein Gerät, was ganz, ganz viele Rasenfreaks auf einer sehr, sehr coolen Facebook-Gruppe gerade diskutieren. Und ich habe dieses Gerät jetzt von einer ganz jungen Firma bekommen, die in Deutschland produziert. Also es ist kein Produkt aus dem Ausland, es wird hier in Deutschland hergestellt. Also ein echtes Made in Germany Produkt von der Firma Risisani, der Rasenrakel. Und den packen wir jetzt mal aus. Ich bin gespannt, wie das Ding aussieht. So, zack. Hier ein Rohr. Da oben. Ein Deckel drauf. Okay. War klar. Der Stiel. Also der Stiel wird gleich mitgeliefert. Finde ich cool. Der Rasenrakel beim Rasenfreak. Ja, das ist... Ui. Cool. Da. Oh, leicht. Relativ leicht. Schön leicht. Nicht zu schwer. Hier noch die Aufnahme für den Stiel. Ja, cool. Was steht da? www.rasen, kann man das lesen? www.rasenrakel.de. Schön lasergeschnitten. Schick hier hinten mit dem, noch ein bisschen rüber, das sieht cool aus. Hinten mit dem Logo noch mal im Schatten. Hammer, hast du das? Jo. Cool. So, der Rasenrakel. Hier schön den Sand einzuarbeiten. Mega. Voll in Edelstahl. Das ist natürlich eine schöne Sache. Da rostet nichts. Das finde ich gut. Deswegen habe ich auch gesagt, den teste ich mal gerne. Edelstahl ist natürlich super. Ah, nach innen rein. Gut. Zack. Ruckzuck montiert. Interessant. Okay. Mit so Klemmscheiben, okay. Gut. So, und jetzt stellt sich die große Frage, wo ist das Loch, um die Schraube durchzustecken? Dann könnte man aber eigentlich auch diese Spitze wegschneiden. Dann kann man nämlich komplett reinstecken. Das würde ich besser finden. Also das heißt, ich säge jetzt erstmal hier diesen Konus ab. Und dann bohre ich dann ein Loch durch. Ja, Freaks, ich habe bei der Firma nochmal angerufen und die Firma sagte, ja, es wäre wirklich nicht schlecht gewesen, schon gleich ein Loch vorzubohren. Aber die Firma hat jetzt gerade ihr Konzept geändert. Sie werden den Rasenrakel nur noch ohne Stiel verkaufen, damit natürlich ein bisschen günstiger. Und jetzt kann sich der Kunde halt selber seinen Stiel dafür dazu kaufen. Ja, wir bauen jetzt diesen Stiel aber trotzdem an. Ich werde ihn, wie gesagt, jetzt absägen und dann Loch bohren und dann mal reinschrauben. Sehr schön. Jetzt nehmen wir die Schrauben mal raus.
Diese beiden Schrauben habe ich jetzt festgezogen durch die Hutmutter. Das finde ich auch sehr cool. Durch die Hutmutter ist die Einschraublänge begrenzt. Und durch die beiden Spannfedern oder Klemmfedern hat das eine schöne, solide Vorspannung. So, Löcher anzeichnen. Jetzt bohren wir von beiden Seiten vorsichtig. Ungefähr bis zur Mitte. Sehr schön. Zack. Ratsch, ratsch, ratsch. Fest. Wahnsinn. So Freaks. Jetzt geht's ab. Der lange Stiel ist schon ganz cool. Ah ja. Ah ja. Schön. So, hier diese Fläche. Vor allen Dingen hier. Hier sind so ein paar Löcher. Hier will ich. Hier ist das Gras auch schon erstaunlich hoch wieder. Immer so ein bisschen rakeln. Ja. Oh, shit. Zu blöd zum Sand rausschütten. Achtung. Ui. Ui. Man muss ein bisschen drücken, wenn man richtig schön das Gras wieder rausholen will. Aber nicht schlecht. Dann ist aber fertig. Am Ende des Tages bist du echt fertig. Cool. Also, ich sag mal, Ben Sims hat sein ganzes Grundstück gerakelt. Das Rakeln ist jetzt angesagt. Das Rasenrakeln. Yeah. Ja, Wahnsinn, hol die nächsten Eimer. Nicht schlecht. Jetzt habe ich gleich Bock weiterzumachen. Aber was glaube ich auch ganz gut ist, dass wenn der Sand so ein bisschen abgetrocknet ist, dass man dann noch mal rüber geht, damit wirklich der Sand schön tief reingerakelt wird. Der war gut. Ja, liebe Rasenfreaks, es ist jetzt 3 Tage her, dass ich gerakelt habe. Und jetzt gucken wir uns die Fläche mal an. Da ist die Fläche. Und man sieht natürlich noch hier den Sand, der hier schön zwischen den Gräsern noch liegt. Ich werde jetzt einmal noch mal kurz nachrakeln und dann schauen, ob ich noch ein bisschen was verändern kann. Und dann gibt es das Fazit.
So, jetzt mein Fazit. Also die lange Stange ist schon mal super. Das Handling von dem Gerät ist richtig, richtig gut. Also man kann mit der langen Stange hier und dem Rasenrakel wirklich gut rakeln. Rakel, rakel, rakel. Edelstahl ist super, habe ich schon gesagt. Verarbeitung ist einwandfrei. Das Einzige, was mich stört bei der Verarbeitung, sind hier die lasergeschnittenen scharfen Kanten. Die sind relativ scharf. Es könnte auch die Stanzkante sein. Ja, es kann auch die Stanzkante sein. Das kann man noch ein bisschen abrunden. Aber man fässt das Ding ja auch nicht an, sondern man hält das Ding an der Stange fest. Also von daher nicht so wichtig. Gut verarbeitet, gut ups. Ah, da ist schon wieder ein Steinchen. Ich dreh durch. Wo ist das Steinchen hin? Hier. So ein Stein in meinem. Also wer nimmt so einen Sand? Wer nimmt so einen Sand? Der Rasenfreak spinnt wohl. Immer aufs Feld damit. Also keine groben Steinchen. Das macht euch alles hin. Ja, also es ist natürlich anstrengend. Man muss halt den Rasen komplett abrakeln. Und ich habe jetzt hier nur eine kleine Fläche gemacht. Und wenn man den Sand auch richtig gut einarbeiten will in den Boden, damit auch möglichst das Gras wieder rauskommt, ist man schon kräftig am Arbeiten. Das unterschätzt bitte nicht. Ja, sonst wird die Fläche jetzt gefühlt, ich kann ja mal ein Brett drauflegen, die Fläche wird schön gleichmäßig, schön glatt. Was man natürlich bedenken muss, mein Rasen ist sehr kurz geschnitten, ungefähr 20 bis 25 mm Schnitthöhe. Wie das jetzt auf einer Rasenfläche funktioniert, wo das Gras sehr lang ist, so ich sag mal 4,5–5 cm, das weiß ich nicht, das müssen wir nochmal ausprobieren. Mein Nachbar will unbedingt das Gerät haben, unbedingt, der will unbedingt seine Fläche auch ein bisschen glatter kriegen, obwohl er noch keinen Spindel mehr hat. Aber da kann man mal gucken, dann, das machen wir mal in einem nächsten Video, wie sich dann das Gerät bewährt bei kurzgeschnittenem Rasen. Auf jeden Fall super in der Anwendung. Ja, Freaks, was man hier auch schön an dieser Fläche jetzt hier sieht, da hat man jetzt überall so Sandnester. Und wenn man da so ein bisschen poolt, dann ist da unter... Ja, das ist nichts. Gut. Ja. Also der ein oder andere Grashalm, der wird natürlich... Ja, hier sieht man es ganz schön. Hier. Der wird natürlich zugedeckt. Das ist so. Ne? Also einige Gräser werden durch das Besanden zugedeckt. Da muss man gucken, wie schnell das Gras wieder schön durchkommt und dicht wird. Aber wie ihr wisst, Sand auf dem Rasen ist das Allerbeste. Und ein gleichmäßiger Schnitt wäre auch mal ganz schön hier. Was ist denn das? Gut. Warum ist jetzt dieser Rakel besser als eine Bürste? Beim Bürsten kriegt man wirklich besser das Gras wieder rausgebürstet, aber der Sand wird auch sehr schnell wellig. Also man kriegt keine wirklich ebene Fläche hin. Mit diesem Rasenrakel erzeugt man wirklich eine ebene Fläche, weil man den Sand wirklich wie mit so einem Abzieher komplett glatt zieht. Das führt aber auch dazu, dass natürlich an der einen Stelle, wo die Mulde wirklich tief ist, das Gras fast komplett oder sogar komplett zugedeckt wird. Das ist der Nachteil. Man muss ein bisschen hoffen, dass das Gras da wieder durchwächst. Das ist auch das Risiko. Deswegen, wenn man sehr tiefe Wellen hat, kann man sich ja vorstellen, man hat eine tiefe Mulde und dann kommt der Rasenrakel da drüber. Wie soll denn jetzt hier das unten, das Gras hier unten, wie soll denn das Gras, wenn das komplett zugedeckt ist, wie soll denn das jetzt wieder rauskommen? Dann müsste ich ja die Mulde wieder frei bürsten. Oder? Und das ist eben der Punkt. Also man muss das sicherlich immer wieder machen, um dann irgendwann wirklich eine topfebene Fläche zu kriegen. Das ist Aufwand. Das ist alles Aufwand. Rasen ist nur Stress. Schaut euch das an. Noch gibt es beide Varianten. Mit Stiel und ohne Stiel. Also ein langer Stiel ist nicht schlecht. Da kann man ein bisschen Geld sparen. Müsst ihr entscheiden. Und dann viel Spaß damit. Schreibt mir gerne mal eine Mail, wenn ihr euch so ein Gerät gegönnt habt. Wie das funktioniert hat. Ob ihr damit gut arbeiten konntet. Und ja, dann... schauen wir mal, dass wir hier alle weiterhin eine schöne Rasenfläche kriegen. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.